Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Belledog ist endlich auch wieder auf das Spiel vertreten, so würde ich es mal sagen. Ich habe vorhin, vor 5 Jahren war der jetzt, glaube ich, nicht da? Ja, 5 Jahre ist es her und jetzt haben wir uns dieses Jahr mal wieder auf die Spielmesse gewagt, weil wir mit neuen Spielen, neues Design, 3 Neuheiten vorstellen. Vielleicht wollen wir die gerade mal durch. Gehen wir gerade mal durch. Flexi Painter in dem Fall. Ja, Flexi Painter ist also ein Spiel zur Einzelbeschäftigung. Hier geht es eigentlich um das Thema Feinmotorik. Vielleicht wollen wir mal kurz ein bisschen näher gehen. Das heißt, wir haben hier verschiedene Vorlagekarten, wo die Kinder bunte Bilder bespannen. Das heißt, hier gibt es diese Gummibänder dazu und die Kinder können dann nach einzelnen Motiven die einzelnen Themen sozusagen bespielen. Okay, da schauen wir einfach mal, wie es bei den Kindern ankommt. Je nach Spiel natürlich machen wir vielleicht noch ein Einzelvideo, müssen wir mal schauen. Wo wir auf jeden Fall ein Einzelvideo machen, weil da treffen wir noch die Autorin, das ist zu Hoppy Top. Hoppy Top, genau. Das ist auch eines unserer Neuheiten, auch im neuen Gewand. Hier haben wir ein Schäfchenspiel. Hier geht es auch so um das Thema logisches Denken, vorausschauendes Handeln. Ziel ist es, mit den Schäfchen in die Blumenmitte zu kommen. Der Würfel zeigt dann verschiedene Aufgaben sozusagen. Ich kann ein Schäfchen klauen, ich rücke vor. Ich kann mit einem schwarzen Schaf das Ganze auch sichern und sozusagen meine weißen Schäfchen blocken. Also hier ist so ein bisschen Geschicklichkeit, logisches Denken gefragt. Und das letzte Schlogi-Play, wobei ich den Mechanismus schon schätzen gelernt habe bei den Kindern, das Prinzip praktisch, dass die Kugeln teilweise in der Schachtel drin sind, beziehungsweise oberhalb, dass man die Tafeln reinschiebt zeitlich. Das ist sehr beliebt bei euch und jetzt habt ihr da ein neues Spiel. Genau, das ist Logi-Play. Wie gesagt, die Reihe ist schon bekannt, auch hier vom Aufbau wieder ähnlich. Wir haben hier auch das Thema Feinmotorik, das heißt, die Kinder müssen sozusagen Aufgaben lösen. Das kann Farberkennung sein, das sind mathematische Themen, also so das ganze Thema Lösungen, kognitive Erklärungen, Zusammenhänge erkennen. Es gibt 18 Aufgabekarten, das Schöne auch an dem Spiel, die Kinder können sich selbst kontrollieren, indem sie auf der Rückseite die Lösung finden. Genau, also da haben wir, glaube ich, schon das ein oder andere Video gemacht. Ich weiß nicht, mit Elias oder Alina, da könnt ihr mal reinschauen. Die Spiele sind alle ab 4 Jahre so. Ja, und genau. Alle ab 4 Jahre. Gut. Okay, danke dir. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus.